So, Freunde, wir kommen beim zweiten Part. Wir hoffen, der geht so actionreich weiter. Ja, wollen wir mal starten. Kenne deine Feinde. Ja, müsste ich mir mal angucken. Hallo, ich bin Vega, die künstliche Intelligenz, die dem Mars zugewiesen wurde. Nach Analyse des Prätorenanzugs scheint es möglich, optionale Herausforderungen freizuschalten, durch deren Abschluss Sie Ihr Arsenal schneller ausbauen können. Ich habe Ihrem Dossier einen entsprechenden Eintrag hinzugefügt. Das wäre schön. Erholung und Aufladezeit. Okay, kann ich noch keine machen. Und Tutorials, okay, da sind wir halt immer. Bam, bam. Jetzt aber keine Aufgabe. Wie kriege ich die? Wir gucken mal weiter. Wir werden das schon herausfinden, wie wir die bekommen. Aber er hat doch gerade irgendwas gesagt, was ich dafür tun muss. Sämtliche Zu. Ach so, wahrscheinlich hier. Freunde, ich hab's gefunden, wo das hin ist. So. Abzugsbestätigung. Was heißt denn Abzugsbestätigung? Freunde. Gänge sind außer Betrieb. Energie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Wo ist denn der Freund? Da hinten oder da hinten? Ja, warte mal. Aber wie immer. Okay, hier ist es. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Von den Viechern. Jetzt schon. Wie das aus? Warte mal, ich muss Strom anmachen, denke ich mal. Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Was passiert vorhin, oder?
Eingang. Hier was Versteck, ein Versteck. Was habe ich hier gefunden, Freunde? Hauptenergie offline. Sämtliche Zugänge sind außer Betrieb. Geheimnis gefunden, jawohl. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Okay, sie ist all die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen, es ist alles wahr. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Okay. Was ist für ein Gerät? Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt, da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Okay. Oh, ich habe es freigeschaltet. Die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Ja, meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ich will es nicht nochmal hören. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau. Achso, okay. Wir quatschen ein bisschen vor. So, jetzt muss man... Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. All die Gerüchte, Menschen, das Höllenportal. Es ist alles. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. So, okay, dann ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich ein. Und das jetzt. Ich glaube an Ehrlichkeit. Waffenpunkt. Wow, ich habe einen Waffenpunkt gekriegt. Aber der geht ja auch für die Ausrüstung, oder? Ja, Ausrüstung ist was anderes, okay. Haben wir einen Waffenpunkt und schon wieder ein Tutorial. Okay, Freunde. Vor allem jetzt. Ganz klar, Waffenpunkt. Wird man doch vergeben, oder? Ein Waffenpunkt. Moment mal, führen wir sie nach. Aufladezeit für vielleicht. So, wir machen das mal rein. Da ist deine letzten Momente auf dieser Welt. Runter. All die Gerüchte, die Menschenopfer, das Höllenportal, die Dämonen, es ist alles. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben würde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein. Die Geräusche sind schon. Pervers, Freunde. Die Geräusche sind schon. Krasse Sache. Und das jetzt.
paar Mal her wieder. Ich glaube an Ehrlichkeit. Vor allem jetzt. Wo kommen die alle schon wieder her? Da dies deine letzten Momente auf dieser Welt sind. Ich muss doch da lang, oder? All die Gerüchte, die Menschenopfer. Also, hier irgendwo. Das Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles wahr. Ich bin schon fast davon. Meine Schwestern und Brüder, ihr dürft dankbar sein. Ihr Nein. werdet die. Ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau Nein. wie ich. Sorry. Aber ich glaube, da oben war ein Versteck. Es war ein Versteck da oben. Das habe ich gesehen. Ja, okay, weiter jetzt. Besser gesagt, ach ja. Schon ich glaube an Ewigkeit. Vor allem jetzt. Da ist deine letzte. All die Gerüchte, die Menschen. Höllenportal, die Dämonen. Es ist alles. Meine Schwestern und Brüder, ihr werdet dankbar sein. Ihr werdet die Ersten sein. So ihr nicht. Werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Sowas. Das Höllenportal, die Dämonen. Meine Schwestern und Brüder, ihr werdet einen Sitz an ihrer Seite haben, genau wie ich einen haben werde. Wir werden Teil einer neuen Welt sein, die sie für uns erschaffen. Und das jetzt. Ja. Ist so. Irgendwo ein Versteck. Okay, da oben komme ich her. Nein. Da geht's auch nicht hoch. Ich glaube an Ehrlichkeit. Okay, da haben wir mal ein neues Viech kennengelernt. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abwägung abgeschlossen, Freunde, Alter. Was ist denn mit dir los? Und du auch. Und du kommst mit. Das ist ein 18-Plus-Game, Alter. Jawohl, wir haben was gefunden. Oh ja. Was haben
Hier alles. Wir von der USI sind jedes Jahr besten Reiter nach oben, neue Herausforderungen. Wer werden als Sie die Antwort haben, fragen Sie Ihre Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Serienwert in Frage kommen. Okay. Also wie fies wird denn das hier jetzt? Wir von der USC sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur die besten Herren. Wollen Sie weiter nach oben? Neue Herausforderungen. Mehr werden, als Sie sich hier erschaffen haben. Fragen Sie Ihre Vorgesetzten. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss nochmal hier raus. Ich glaube, ich kann mal nicht so weit. Ich muss hier nochmal durchgehen. Oh ja. Oh ja. Gib ihn. Fahrstuhl. Da bin ich dann als nächstes reingegangen. Und hier ist das nichts. Okay, dann wollte ich dich noch kurz hier ab. Okay, egal. Ich habe jetzt keinen Bock, das zu riskieren. Dadurch wird es zerstört. USC, die Welt zählt auf uns. Wie engagiert sind Sie? Yeah.
Sicherheitsfreigabe erforderlich. Wir von der USC sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur. Das ist kein Geheimnis, ist, Jungs. Den gelben Zugangsschlüssel. Wow. Okay. Verdammt. Oder nichts. Wir von der USC sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir die besten Herren. Wollen Sie weiter nach oben? Neue Herausforderungen? Mehr werden, als Sie sich je erträumt haben? Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Seelenernte in Frage kommen. Leute, lasst mich einfach in Ruhe. Ich muss jetzt mal hier finden, wie es weitergeht. Da muss ich lang. So. Und dafür muss ich erstmal in den gelben rein. So. Da war ich schon mal. So. Da ist ein bisschen Energie. Okay, nicht noch mit. Da war der Sprit. Da komme ich dann da hochgefahren. Da war ich aber schon mal. Kann man da lang kommen. Ja, ja. Schlüssel. Okay, hier war ich noch nicht dran. Dann komme ich da rein. USC, die Welt zählt auf uns. Wie engagiert sind Sie? Nein. Steht um einen Wahnsinn.
Zugang verweigert. Stellte Sicherheitsfreigabe erforderlich. Nochmal durch. Guck mal, wo wir jetzt hin müssen. Okay, das ist ja wahrscheinlich nur ein Versteck. Das heißt ja nicht, dass ich hier lang muss, oder? Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Okay, dann muss ich wohl hier lang. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Junge. Ja. Haben die mich gekriegt? Das kann doch nicht wahr sein. Boah. Gänsehaut pur.
Allmählich um. Abwägelung abgeschlossen. Ich darf nicht sterben, Freunde. Das ich darf nicht, ich will nicht. Und hierher, ihr Schweine. Gib mir durch ab. Alter. Wir holen, Alter. Okay, Freunde. Das war jetzt mal so eine kurze Action. Nichts anderes, ne? Oder hätte ich da meine Waffe vielleicht wechseln sollen? Achso, okay. Sonst noch irgendwas gekriegt. Okay. Okay, das ist so interessant. Okay.
war. Zugang gestattet. Willkommen in der Marsstation der UAC. Sie befindet sich im Anschlagbecken der Elastiv-Ebene. In dieser Bergbau- und Forschungsanlage werden täglich die Grenzen unserer Imagination auf die Probe gestellt. Als Angestellter ist Ihre Loyalität nicht nur eine Verpflichtung für die UIC, es ist eine Verpflichtung für die Zukunft der Menschheit. Vielen Dank. Freunde, ich habe eine neue Waffe. Jawohl. Was haben wir denn da für eine Kaboom? Ist doch ein Maschinengewehr, oder? UIC-Angestellte werden regelmäßig medizinisch untersucht, okay, um konstante Produktionskapazitäten sicherzustellen. Okay. Also muss ich wohl da drauf drücken. Freunde, das sieht so schicke Schnicke aus. Das war echt krass. Wieso ist das so krass?
Schluss hier. Nein. Das kann nicht sein. Leute, das kann nicht sein. Ich hatte sie fast alle. Ich hatte sie fast alle durch. Sehr mies. Sehr, sehr mies, Freunde. Verlängert sich der Part eigentlich. Es geht hier weiter. Ich muss doch nicht wieder zurück, oder? Scheint doch.
Die Munition fallen ist, bräuchte ein bisschen Moon. Okay. Dann sind sie drin, öffnen wir. Ich würde gerne hier drauf investieren. Sein, dass die mir so viel Energie immer fressen. Freunde, wie kann das sein?
Dankeschön. Es ist ein Geschenk. Nimm es. Es wird dich stark machen, dir auf deinem Weg helfen, wenn du den Energiestoß überstehst. Okay. Freunde, und ich würde sagen, jetzt machen. Danach wird es gespeichert. Na, Logo. Okay. Mission Gesundheit Rüstung. Was machen wir? Mission wäre schon cool, aber es wäre alles cool. Gesundheit wäre cool. Nehmen Gesundheit. Du hast eben reine Argent-Energie aufgenommen. Sie scheint dir zu bekommen. Ich entsperre die restlichen Argent-Zellen in der Station für dich. Vega, gib ihm, was er will. 61.337 UAC-Angestellte verstorben, 81% der Einrichtung abgeriegelt, dämonische Präsenz auf der gesamten Anlage extrem hoch. Laut Dr. Haydens Aufzeichnungen begann die Invasion in den Lazarus-Laboren. Offenbar wurde eine Höllenwelle aktiviert, die 64% der UAC-Belegschaft in die Kreaturen verwandelt hat, die jetzt die Anlage bevölkern. Der Rest wurde von den Dämonen getötet, die Olivia Pierce aus ihren Zellen befreit hat. Ich glaube, ich muss mich für das, was hier geschehen ist, entschuldigen. Einige meiner Angestellten haben es zu weit getrieben. Olivia ist für all das hier verantwortlich und ich glaube, dass du dich irgendwann um sie kümmern musst. Du hältst vielleicht nichts von unserer Forschung, aber du musst wissen, wir haben die Hölle und ihre Ressourcen nur genutzt, weil das im Interesse der Menschheit war. Was hier in dieser Einrichtung geschehen ist, das ist der Preis für den Fortschritt. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Es gab einen Vorfall in der Gießerei. Die Regulatoren wurden zerstört und die Kerntemperatur destabilisiert sich. Sie haben den angrenzenden Bereich überrannt. Du musst die Entlüftungsturbinen wieder aktivieren. Eine Kernschmelze wird keiner von uns überleben. Okay. So, Freunde, damit ist der zweite Part zu Ende. Schön, dass ihr euch das angeschaut habt und vor allen Dingen auch zu Ende. Wenn ihr Lust habt, schaltet bei dem nächsten Part wieder ein. Und ciao, mach's gut, Baka und bis bald.